Guten Abend. Wir sind Systemfehler und das ist Konsuminfarkt. Viel Spaß. Sie sind laut, direkt und um keine Pose verlegen. Systemfehler aus dem gleichnamigen Film über vier Jungs und ihrem Weg nach oben. Doch wer ist diese Band überhaupt? Also es ging halt war los, das so, dass das ja, Radio ja, wir alle an einem ersten Tag. Und dann haben wir einfach ein Lied geschrieben, es war geil. Okay, der Reihe nach. Ich spiele den Max, den Leadsänger und Bassisten. Der irgendwie drauf scheißt, wenn Frauen gut ankommen und es selbst weiß. Seid gegrüßt, die Schöne. Ja, und du natürlich auch. Max lebt die Musik zu 100%. Professionelle Show und fetter Sound. Okay, kein Star-Gehabe, keine Selbstzweifel und keine bewusstseinserweiternden Mittel. Alles klar? Er ist von ganzem Herzen Musiker. Und das fand ich so spannend. Hey, Alter, das ist geil! Ja, Alter, ja, fuck yeah! Hey. Joscha ist der beste Freund von Max. Joscha ist cool, verrückt. Der ist ja jemand, der immer Gas gibt. Wollt ihr euch anbieten, als Support zu spielen für Mats? Und das scheint ja jetzt nicht mehr zu gehen. Fuck. Loyal ist Joscha in dem Moment, in dem er selber einsieht, dass der einzige Weg ist, ihn erstmal zu ersetzen an der Gitarre. Der ist ja jemand, der trotzdem immer dabei ist. Max! Der Bus, ey, was für eine Feuerschüssel! Vorweg muss ich sagen, dass ich noch nie so viel Spaß hatte mit einer Rolle wie mit Fabio. Fabio ist ein völlig verpeilter, liebenswerter Typ. Ich bin für Saufen für eine bessere Welt. Und er hat dieses fette, rote Synthesizer-Keyboard. Ist leider auf den Drogen sitzen geblieben und es ist so ein bisschen so sein Ding. Alles klar. Deswegen ist er auch im Krankenhaus nicht ein selten gesehener Patient. Compadres, gestehen wir es uns doch endlich eines. Es gibt keine andere Lösung. Lukas ist Drummer. Von den Vieren der zurückhaltendste, gerade wenn es um das Thema Frauen geht. Du hast früher jeden gegen mit dir gespielt. Ja, früher. Und früher waren die auch noch nicht da. Und wer ist die? Und die Mädels. Er nimmt die Pillen von Fabio vor den Gigs, um ein bisschen runterzukommen. Klaust du den Scheiß immer noch aus der Praxis von deinem Vater? Hey, ich interessiere mich wenigstens für den Job meines Vaters. Und auf einmal ist die Auswirkung, er sieht alle Menschen nackt. Erstmal glaube ich, dass die Jungs so ziemlich jeden Mädchengeschmack abdecken werden. Die werden also quasi Groupies en masse haben. Alles klar? Ja, dann kann jetzt ja nichts mehr schief gehen. Und das ist wirklich gute Musik. Also es ist echt so, dass du sagst, okay, wow, geil. Sex, Drugs und Gitarren-Punkrock, verdammt. Ab 11. Juli wird das Kino zur Bühne. Systemfehler, wenn Inge tanzt. Systemfehler!